Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Wir widmen uns heute mal den Metallen in unserem Körper, Schwermetalle, Leichtmetalle, aber wie sie auch im Zusammenhang mit Spurenelementen stehen, worauf es ankommt bei der Entgiftung, welche Qualität dahinter steckt und wie auch wirklich Menschen heute wie Brückenbauer die Medizin und die integrative Medizin kombinieren, um das maximale Ergebnis zu erzielen beim Patienten. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Joachim, schön, dass du da hallo, bist. Hallo. Ich freue mich, wir hatten schon ein Interview über Chelatausleitungen und was du uns heute wirklich mitbringst, ist so diese, welche Krankheiten mit welchen Metallbelastungen zusammenhängen können, wo schaust du, wenn wer kommt und was wird auch mit ausgeschwemmt, was muss aufgefüllt werden und welche Labore haben natürlich dann auch eine gewisse Expertise. Das sind natürlich alles so die wichtigen Themen, die auch dahinter stecken. Freue ich mich drauf. Danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und das Wissen einfach auch weiterzugeben. Denn das ist wichtig. Ich glaube, gerade in dieser Sendung ist mir ein Schwerpunkt, dass wir mitteilen müssen, dass es eine fachliche Exzellenz braucht, wie man etwas macht. Und da möchte ich mal anhand eines Beispiels, Fallbeispiels, heute auch Musterbefund, möchte ich mal die Patienten mitnehmen. Wir zeigen das auch gleich und blenden das ein und gehen dann wirklich auf alle Sachen ein. Wie liest man das? Worauf kommt es drauf an? Was ist eigentlich der Schwerpunkt? Und wo kann ich Verbindungen für mich ziehen zwischen Spurenelementen und welchem Schwermetall? Und dass wir einfach mal ein paar Beispiele nennen. Wie ist das eigentlich? Wo kommen die Schwermetalle? Welche kommen woher? Wie kann ich das vermeiden? Was ist häufig? Praktische Aspekte, wo jeder sich selber mal prüfen kann. Hey, ist das was für mich, das zu testen oder gar auszuleiten oder nicht? Ist das etwas, was ich noch mal irgendwann machen kann? Da bin ich heute da und da freue ich mich ganz drauf auf diese Sendung hier. Ja, super. Ganz zu Beginn würde ich trotzdem, dass es nochmal jeder Patient auch hört. Es gibt ja doch ein paar motivierte Patienten, die sich da so ein bisschen schlau machen, zu ihrem Hausarzt gehen und sagen, können Sie bitte mal meinen Urin einschicken? Ja. Und der Hausarzt hat nun mal mit Ausleitung in der Regel gar keine Erfahrung. Da habe ich auch schon die Effekte gehabt, dass der Urin eingesendet wurde und da war einfach nichts drin, nichts nachweisbar. Richtig. Und da vielleicht nochmal 2, 3 Worte, dass der Patient auch wirklich weiß, worauf es ankommt bei einer Testung? Ich würde sagen, es ist wie bei allem, was er nicht kennt oder was er nicht häufig macht. Da sind dann auch Fehleranfälligkeiten wie Abläufe, die nicht geläufig sind oder die Auswertung nicht geläufig. Oder man macht es aus Gusto oder weil man dem Patienten doch noch helfen möchte, aber im Endeffekt doch nicht so viel geholfen hat, weil man es nicht richtig macht. Wir hatten jetzt letztens erstmal noch vor 2 Wochen den Fall, hat eigentlich in einem sehr renovierten Spital jemand dann eine Ausleitung machen wollen und hat hinterher gesagt, nee, das geht hinten und vorne nicht. Mach doch bitte eine Provokationsinfusion und melde dich doch dann bei einem jemanden, der das macht. Ich nenne das Spital nicht, aber sehr renommiert. So, das hat mich schon gewundert. Das heißt, was wir machen ist, wir leiten den Patienten an, erklären, wie es funktioniert, mit klarem Ablauf, mit klaren Videos, mit klarer Erklärung, einem kostenlosen Erstgespräch, sehr gerne über unsere Website. Und da kann man sich das unverbindlich nochmal erklären lassen. Und dann das, was wir heute auch miteinander besprechen, allenfalls nochmal für sich individuell abklären, ob das vielleicht Sinn macht. Und ich sage den Leuten dann ganz ehrlich, sehe ich jetzt nicht so, kann man mal machen, dann jetzt in deiner Situation, wo ich keine Belastung sehe oder zumindest allenfalls nur eine Testung. Und dann sage ich dir ehrlich, hey, braucht es Ausleitungen oder nicht? Ja, also eine Testung, auch ab einem gewissen Alter, ist sicherlich sinnvoll. Mhm. Und wir gucken heute, wie man das macht. Super. Bei den Patienten, die zu dir kommen, die klassischen chronischen Erkrankungen, die wir ja jetzt alle so haben, kommt ja immer mehr. Hashimoto, ja. Endometriose, Morbus Crohn und. Rheumatische Erkrankungen. Kannst du da wirklich schon auch differenziert sagen, da gehe ich davon aus, das ist eher mehr Blei, mehr Quecksilber, mehr Arsen? Es gibt manche Krankheitsbilder, da kann man fast davon ausgehen, dass ein hoher Prozentsatz gewisse Bleibelastungen, wie zum Beispiel bei ADHS, hat, nicht zwingend auf der Vollblutanalyse.
weil Blei sich sehr selten, seltener dort als andere schon auf Zellablagerung manifestiert, wenn man das so sagen darf, dann ist es eher noch in den Blutröhren des Körpers und muss da einfach raus, damit es sich nicht ablagert. Aber man weiß in etwa, hat man eine Idee, bei welchen Erkrankungen gerade sich Schwermetalle im Gehirn und welche ablagern oder nicht. Wenn ich jetzt autoimmune Erkrankungen betrachte, gucke ich natürlich eher bei Quecksilber oder Cadmium vor allen Dingen. Wenn ich jetzt gerade bei chronischer Erschöpfung, Müdigkeit und so weiter, dann schaue ich eher dort, hey, wo wird eigentlich Eisen und anderes blockiert, wo das im Wesentlichen dann auch machen kann. Oder wenn Leute krasse Hauterkrankungen haben, dann guckt man auch nach Metallen, die Zink und andere Sachen blockieren, die da wichtig sind. Mhm. Oder im Sport, wenn Leute, Anekdote, ist aber häufig, anfangen Fitnesstraining zu machen und die Jungs sich dann häufig erstmal die ersten Monate über Thunfischdosen versuchen und Konserven die Eiweiße reinzuballern, ist das etwas, wo dann häufig Quecksilberbelastung sehr schnell und sehr hoch geht. Und das geht dann mit mitochondrialen Dysfunktionen, also Kernkraftwerke in den Muskeln sind dann gleich gestört, die man eigentlich braucht. Kupfermangel kann gerade da entstehen, wofür die Aminosäureverwertung so wichtig ist für die Muskeln und Eiweiße. Da kann man dann in die Tiefe gehen. Also es macht Sinn, dass man sich ein bisschen auskennt, aber man kann nicht pauschal sagen, dieses oder jenes Symptom, sondern bei einem Tumorpatienten oder bei anderen würde ich einfach pauschal sagen, hey, es kann ein Triggerfaktor sein. Diese und jene Anamnese haben wir bei dir, die auch das potenziell ja, dass man daran denkt, dass man diese Testung macht. Und dann gucken wir erstmal objektiv hin. Mhm. Da kann man nicht sagen, hey, ist ja oder nein. Ich bin ein sehr zahlenbasierter, objektiver Mensch. Und dann ist es eher die Sache, ist es dringlich zu testen oder nicht? Und das kommuniziere ich und finde ich heraus wie ein Detektiv mit dem Patienten. Da muss man wissen, was man fragen muss. Und ja, das ist, glaube ich, fachlich. Super. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Analyse an. Finde ich gut. Du hast ein Beispiel mitgebracht. Ja. Und erklär mal, was wir darauf jetzt alles erkennen können. Oder? Ich würde einmal auf dieses Beispiel schauen. Das ist jetzt eine Analyse von dem Labor, was europaweit die meiste Erfahrung hat mit vielen, vielen Fallzahlen, wo sich auch von der Expertenstatus her wirklich dann auch austauscht regelmäßig mit der klinischen Metalltoxikologischen Fachgesellschaft im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz und dort wirklich dann auch immer alle Update-Informationen hat. Und das ist mir ganz wichtig zu erklären, denn da gibt es himmelweite Unterschiede. Ja? Und dann ist es wichtig, dass man gerade auch die Normwerte weiß, dass die auch geeicht sind auf die Chelatoren, die man gibt. Die Chelatoren, die man gibt, die stehen jetzt unten drunter. Hier ist es eine standardisierte Vorgehensweise mit einer halben Stunde Calcimeditär und DMPS, wo man dann bis zu einer Stunde dann einfach im Doppelchelator-Modus dann einfach erstmal diese sogenannte Provokation setzt, wo die Chelate, Chelat, Latein, krebsförmig, greifend, dann die Metalle quasi im Blut dann als Komplex binden und dadurch in der Bindung wasserlöslich machen, dass sie erstmalig diese Membran im Nierenfilter, damit sie auspinkelbar sind, vom Blut zum Urin überwinden können. So, das ist der Mechanismus dahinter. Das heißt, wir haben hier also keine Belastung im Sinne, hey, das ist jetzt ein Mangel, gerade bei dem oberen Block, sondern einen Ist-Zustand. Was passiert, wenn wir Calcimeditär und DMPS anwenden? Das ist einfach erstmal für den Laien zu verstehen, dass wir dort das anders lesen. Der erste Aspekt ist, dass wir uns angucken, in der allerersten Zeile das Kreatinin, also die Nierenfilterfunktion, sind wir da in einer Urinkonzentration, wo wir überhaupt diese Test logisch und akkurat auswerten können. Alles jenseits der 0,4, spätestens 0,25 und drunter, wäre dort bei der sogenannten fachlich ausgedrückten Urindiurese, wäre etwas, wo man ganz ehrlich dem Patienten sagen muss, hey, Resthahn, hey, Urinkonzentration, zu hoch, zu niedrig, das müssten wir im Extremfall gucken, ob das erstmal logisch auswertbar ist, weil hier dann einfach das nicht so 1:1 ablesbar ist. Der zweite Punkt ist der obere Drittel. Ich nenne das gerne diese Spurenelemente, wo wir essentielle Spurenelemente lesen. Von Bor hier bis Zink, den Sicherheitsaspekt, den wir messen, unter so einer Ausleitung.
die wir ja diagnostisch erstmal nutzen. Wir sehen hier in diesem Fall, sehen wir Chrom. Calciumethidrat und DMPS wurde genutzt. Wenn wir also jetzt mal unabhängig vom Belastungsmuster entscheiden, dass wir mehr als dreimal und häufiger Calciumethidrat, DMPS oder eins von beiden nutzen, ist das etwas, wo man davon ausgehen kann, dass mit der Zeit ein Chrommangel oder potenzieller relativer Mangel entstehen könnte. Da kann man hier Chrompicolinat als Nahrungsergänzungsmittel substituieren. Aber ich finde, das ist noch wenig, was hier verloren wird. Häufiger ist noch Eisen oder Kupfer oder Zink und das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben am Anfang solch einer Befundung Kriterien, wo wir schauen, hey, wurde das fachlich gemessen? Mhm. Ist das ablesbar und kann ich in Qualität und Quantität hier mit dem Patienten arbeiten? Und das ist ganz entscheidend davon, wie man den Patienten vorbereitet in der Praxis, wie er vorher seine Harnblase leert, wie er vorher und während der Infusion essen darf, nicht urinieren darf und zeitliche Intervalle klar einhält. Unsere Patienten lernen das und zwar mit Video und mit standardisierten Textbausteinen. Und wenn wir das nochmal abfragen und unsere MPAs mit Mitarbeiter ganz klar darauf geprimed sind, da auch dann Zeiten zu stellen und so weiter. Zwei Drittel unterhalb geht es um den eigentlichen Befund. Ja? Das Erste, was auffällt, ist, dass wir hier vier Belastungen haben, was schon eher überdurchschnittlich ist. Ja, ich sehe Metallbelastungen, ich sag mal, in der zweiten Lebenshälfte bei jedem zweiten bis dritten Patienten, aber kann mittlerweile sehr gut einschätzen, ob wir hier allenfalls eine moderate Belastung oder etwas haben, wo wirklich was getan werden muss. Mhm. Wenn wir zum Beispiel sagen, Bismut, was hier normal ist, ist erhöht, ist das häufig ein Indikator dafür, dass schon sehr viel Chronisches nicht stimmt. Chronische Erkrankungen sind darunter häufig. Ist als Einzelmetall nicht zwingend etwas, wo ich direkt ausleiten muss, weil es gar nicht so viel Nebenwirkungen hat. Aber auch auf solche Sachen achten wir. Wir schauen, ob Zink viel zu viel ausgeschieden wird und damit irgendwo auch laborchemische Verzehreffekte häufiger werden. Das sind Kriterien, die uns wichtig sind. Blei sehe ich hier. Nur ganz leicht moderat wäre auch hier nur dieses Blei, müsste man drüber reden, ob man da vielleicht noch zuwartet und könnte da allenfalls mit oraler Nahrungsergänzung arbeiten. Aber Blei ist doch gut, wenn es rausgeht. Richtig. Man hat aber immer noch Medikamente, auch wenn sie fachlich angewendet, einfach kaum bis gar keine Nebenwirkungen machen. Ja? Und nicht jedem ist das genehm. Man muss einfach noch aufklären, es sind chemisch-physikalische Medikamente, auch wenn sie für einen Medikamentenstandard sehr wenige Nebenwirkungen haben und sehr dankbar sind. Die Patienten, die werden danach häufig noch Sport machen oder abends noch im Ausgang sein oder so. Das Wesentliche, was ja passiert, ist beim Calcium oder DMPS. Mal ein bisschen mehr Müdigkeit. Aber warum gibt es so unterschiedliche Aussagen? Also ich habe es ja auch gemacht, bei mir war ja irgendwie gar nichts. Ich war ja super fit und so, das war alles toll. Aber es gibt auch welche, die da erzählen volles Drama mit fast vor lauter, also irgendeine Reaktion halt. Ja. Ja? Also man hört in den Medien immer wieder, dass einfach aus meiner Sicht auch Missanwendung dieser Therapieform geschehen ist, gerade auch durch nicht fachärztliche, metalltoxikologisch ausgebildete Ärzte. DMPS, der Klassiker, kann, wenn es viel zu schnell gegeben wird, Pseudoallergien auslösen. Mhm. Und die sind dann auch nicht ad hoc weg. Da muss man dranbleiben, da muss man den Patienten behandeln. Wenn man beim Calcium-EDTA auch seltene, aber Brücken von Vorhof zu Kammer am Herzen, wo anatomische Normvarianten in der Reizweiterleitung sind. Wenn man sowas nicht kennt und abfragt, kann man da richtig Herzklabaster auslösen. Mhm. Oder andere Sachen, die ich auch zum Beispiel in anderen Sendungen vorher schon erwähnt habe. Es gehört ein schulmedizinisches Wissen dazu, seltene Nebenwirkungen, aber wichtige Nebenwirkungen abzufragen und dann eben nicht dafür zu sorgen, dass so eine schöne, leichte und effiziente ursächliche Therapie dann in Verleumdung oder eher einfach in Misskredit kommt. Das muss ich nochmal betonen. Es ist ja irgendwie so ein bisschen mit Schwefel hat es ja zu tun, gell? Das ganze Schwefel, Thema. In welche Richtung? Hm? Was meinst du mit Schwefel? Es riecht ja so ein bisschen schwefelig. Aha, ja. Und DMPS wenn jetzt eher sagt, nach faulen Eiern. Oder faulen Eiern, wenn man es aufmacht, schnell verfliegt und weil es dann, wenn es nicht direkt angewandt wird,
Das sind auch fachliche Kriterien. Wer das nicht weiß und nicht macht, der kann vielleicht jemanden behandeln, aber macht es nicht effizient. Mhm. So, weil dann, wenn man es aufmacht, die MPA vor Ort, lässt es 2 Stunden liegen, bis es erstmal angewandt wird, ja, dann ist nur noch ein Teil von der Wirkung überhaupt noch verfügbar. Das muss man einfach wissen und ist wichtig, dass man... Gibt es da Inhaltsstoffe drin, auf die man allergisch reagieren kann? Weil manche sagen ja... Sehr, sehr selten. Haben ja irgendwie... Sehr, sehr selten. Schwefelallergie. In der Theorie gibt es das. Wenn wir jetzt mal von den häufigsten Chelatoren ausgehen, zum Beispiel DMSA, das kann man sogar bei Kindern anwenden, gibt es als Magistralrezeptorkapseln, Calciumedetea-Zäpfchen gibt es, die man auch bei gewichtsadaptierten, eher jüngeren Patienten anwenden kann. Also all dies sagt einem schon, dass das jetzt nicht hochnebenwirkungsbehaftete Medikamente sind. Mhm. Gerade beim DMPS muss man aufpassen. Zink-DTPA oder gar Calcium-DTPA macht regelmäßig Nebenwirkungen. Fast keiner beherrscht das, obwohl man da 3- bis 5-fach so schnell Gadolinium ausleiten kann. Ja, mhm. Bei manchen hochgradig belasteten Patienten ist das notwendig. Und dann muss man da einfach Notfallmedizin oder auch ein paar Sachen beherrschen. So. Sag mal noch ein paar Worte zu dem Gadolinium. Was ist es? Wo kommt es her? Gadolinium kennt man aus Kontrastmitteln, die vorrangig beim MRT der Bildgebung genutzt werden. MRT ist dafür da, dass ein Weichteil, also nicht dichte Strukturen, sondern Weichteile, Samenblasen, Lymphknoten und andere Sachen schön darstellbar sind. So. Und das ist etwas, wo man nicht viel Alternativen heutzutage hat. Es kommt immer mehr. Auch hier wird schon viel über das Thema Gadolinium gesprochen. Aber in letzter Instanz an den meisten Orten ist es so, dass nur Gadolinium zur Verfügung ist. Und dass man, wenn man wirklich von diesem Weichteilbild eine therapeutische Konsequenz ableiten möchte, die viel wichtiger ist als jetzt allenfalls eine moderate, daraus resultierende Gadolinium-Belastung, mhm. dann muss man manchmal das kleinere Übel wählen. Jetzt habe ich selber in der Radiologie, in der Bildgebung gearbeitet. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass selbst die Fachärzte Radiologie sehr wenig über das Thema wissen und eigentlich fast nie persönlich darüber aufklären. Das steht im Kleingedruckten, oder? Was man unterschreibt. Deswegen sind sie da fein raus. Aber man muss einfach auch sehen, Gadolinium ist etwas, wenn man eine kleine, schmächtige Frau oder Mann ist. Häufig steuert ja die medizintechnische Assistentin, wie viel Gadolinium durchgeflossen wird und eingeleitet wird. Und Realität zeigt, auch wenn es nicht so sein sollte, dass ein großer muskulärer Bodybuilder genauso viel Gadolinium teilweise bekommt oder wenn das Bild noch nicht so schön ist, dass dann wichtiger ist, den Kontrast darzustellen, als darauf zu achten, ob man da jetzt gerade jemanden hat, den man damit belastet. Hm. Wir sehen Belastungen spätestens nach 2 bis 3 MRTs. Ich hatte Leute, die sind aus England, das waren sogar Ärzte, eingeflogen, um sich daraufhin zu befreien, weil da einfach wichtig ist, dass man weiß, wie man es macht. Wir haben viele Sportler, die auch mit Verletzungsanfälligkeit kämpfen und natürlich im Gelenkbereich MRTs brauchen. Und das ist etwas, ich darf mal kurz darauf eingehen, wenn sich dann Calciumkanäle blockiert werden, das ganze Herz, Gehirn, Knochen, Leber ablagert, ja, das ist nicht so fein. Mhm. So. Und da muss man sagen, das hat in irgendeiner Konsequenz ab gewisser Anzahl MRTs und Belastung deutliche ja, auch nicht nur im Leistungssport, bei jedem Patienten, dann ist eine gewisse Leistungsoptimierung manchmal nicht möglich. Sei es, dass sie nicht der Konkurrenz nicht wegrennen können oder was auch immer. Mhm. Ja. Was sind noch für dich relevante Punkte, die wir jetzt noch vergessen haben anzusprechen? Ja, eigentlich das Wichtigste. Wir sehen hier die wichtigste Belastung bei Cadmium. Und da fragt man natürlich schon, liegen Autoimmunerkrankungen vor? Wir haben ja eine Doppelbelastung im Sinne von der Entgiftung, die blockiert wird. Quecksilber ist hier noch, lasst mich rechnen, 3-4-fach erhöht. Mhm. Cadmium, beides blockiert, um es mal laienhaft auszudrücken, die Glutathionperoxidase. Also ein Schlüsselenzym im Entgiftungsstoffwechsel. Wenn ich solche Patienten habe, die bekommen natürlich sehr gerne auch hier belegbar Glutathion dazu, um irgendwo auch das Substrat zu bieten, bis man das ausgeleitet hat, allenfalls nicht mehr selber so verwerten kann. Das ist ganz wichtig. Stellt euch vor, das läuft über Jahrzehnte so oder die Belastungen sind noch höher. Dann ist ganz klar,
dass wenn hier Schnittstellen blockiert wird, dass irgendwann dann auch das Kind in den Brunnen fällt. Nicht sofort, aber über Jahrzehnte auf jeden Fall. Könnte ich auch den Spieß umdrehen, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt die Spurenelemente, die mir fehlen aufgrund der Belastung und könnte dann wie das Thema auffüllen. So, der Körper baut ja trotzdem selber auch ein bisschen Giftstoffe ab oder aus deiner Sicht gar nicht. Weißt du, dass ich sage, man weiß eigentlich relativ genau, dass zum Beispiel Quecksilber-Halbwertszeiten, also Halbwertszeit ist etwas, die Zeit, bis man die Hälfte aus dem Körper verloren hat, den Körper selber abbauen kann, oder? Mhm. Etwa 18 Jahre, je nach Quelle, bis 23, 28 Jahre. Da ist erst die Hälfte weg. Da ist erst die Hälfte weg. Super. Wenn wir jetzt mal von Amalgam, einem der häufigsten reden, ist immer die Frage, hey, ich hatte 5 Amalgamzähne, habe das Ganze damals bekommen. Ja, da ist aber immer noch eine Ursache. Da kann man nicht unbedingt auf die Halbwertszeit achten. Und dann ist immer die Frage, was ist schon auf den Zellen abgelagert, im Gewebe angekommen und was ist noch in den Röhren und könnte eigentlich, damit das nicht mehr passiert, durch solche Chelatausleitungen wirklich schön ausgeleitet werden und ausgepinkelt werden, unterstützt dadurch. Man kann auch ein bisschen was aus dem Gewebe rausholen, aber längst nicht alles. Ein Großteil findet immer noch in den Röhren statt. Aber der Ursprung ist erstmal weg. Und wenn man dann auch noch weiß, wie man das, woher man das hatte, können wir auch kurz darauf eingehen, da kann man sehr viel helfen. Was würdest du denn Kollegen, die Zahnärzte sind, sagen, die zu ihren Patienten sagen, das sieht noch gut aus, das lassen wir drin, da machen wir jetzt nichts? Ja, es gibt ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken. Manche sagen, man muss das immer rausnehmen. Wenn zu mir ein 82-jähriger Patient kommt, der jetzt im Bedarfsfall nur 1-2 Amalgamzähne hat und wir eigentlich die Möglichkeit haben, bei nicht so exorbitant hoher Belastung, die wir nachweislich sehen, das relativ schnell auszuleiten, dann würde ich ihm gerne diese OP ersparen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch biologische Zahnmediziner, biologisch in dem Sinne, die wirklich darauf Wert legen, dass nicht nur der Arzt selber geschützt ist durch die Quecksilberdämpfe, sondern auch, dass man möglichst anhebelt, nicht zu sehr bohrt und noch andere Vorsichtsmaßnahmen mit Inlays und andere Sachen, die man wirklich schön bei Patienten anwenden kann, dass möglichst wenig durch diesen Eingriff noch über die Mundschleimhaut direkt ins Blut fließende mehr Quecksilberbelastung punktuell geschieht. Weil dann erreicht man, gerade wenn man nicht mehr so viel zu leben hat, die Lebensspanne kürzer ist eigentlich, das ist ein Kosten-Nutzen. Genau, ja. Okay. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man nicht allzu schwarz-weiß denken darf und dass es auch einen Mittelweg gibt. Aber grundsätzlich ist natürlich die Empfehlung, hey, Ursache muss weg. Und Amalgam wird auch heutzutage nicht mehr eingesetzt. Da sind wir schon weiter. Habe ich leider andere Erfahrungen. Ja, aber dann muss man echt, ich meine, da fehlen mir dann die Worte. Mhm. Das ist dann etwas, ja. Also bei uns wird da noch mit gearbeitet. Mhm. Ja, krass. Nein, also Standards sind es längst nicht mehr, auch in der Schulmedizin. Ja. Ja. Ja, abschließend, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte einen Rundumblick mal haben, ich möchte auch gucken, wenn zum Beispiel Autoimmunerkrankungen vorliegen, ob da eine Korrelation zu den ganzen Metallen stehen würde, wo kann ich mich da einfach mal informieren oder vielleicht auch mal testen? Ziel sollte sein, das kann sich natürlich jeder auch bei uns melden, dr-ahlers.com. dr-ahlers.com. Aber wir sind nicht die Herrgötter in Weiß. Es gibt auch andere, zum Beispiel über die kmt-metallausleitung.de sieht man auch im gesamten Dachraum und darüber hinaus ganz schön, wo wer ist, der allenfalls auch zertifiziert ist, der fachlich gut aufgestellt ist. Man sieht, wer welche Chelatoren anwendet und allenfalls, welche Erfahrung er hat. Bei uns gibt es dafür kostenlose Erstgespräche. Und mir ist aber ganz wichtig, dass wir dann auch Sicherheitsaspekte mitmessen, dass wir Spurenelemente und Dinge mitmessen, wo wir sehen, können wir einen Link ziehen? Ist das etwas, wo man noch ein bisschen zuwarten kann oder nicht? Ich darf frei raus erzählen, die ersten Patienten, ich bin ja noch jung, ich bin 37, kommen jetzt wieder nach 5, 6 Jahren und machen ihre erste Update-Provokationsanalyse, nachdem wir vorher groß reine gemacht haben, vor 5 Jahren. Und die Erfahrung zeigt, maximal 0-2 Ausleitung braucht es nochmal. Die haben präventiv zugearbeitet. Es ist etwas, wo die Patienten jetzt merken, alles klar, ich kann im 5- bis irgendwelche Jahresangabenintervall arbeiten
Und ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, dass ich metallbefreit bin. Das Thema, da kann ich ein Nike-Zeichen hintermachen. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Ja, und man kann so viel helfen. Vielleicht nicht immer ad hoc. Es ist nicht immer der Wow-Effekt bei Metallausleitung. Aber Dinge können beginnen, Gewohnheiten abzubauen. Gerade im Gehirn, bei ADHS oder anderen Sachen. Weil erstmalig nicht zu viel über die Niere ausgeleitet wird. Mhm. Oder Zink oder andere Sachen, die man dann braucht. Ich liebe das Thema. Es ist, wenn man es verstanden hat, relativ simpel und sehr nachhaltig. Super. Vielen Dank, Joachim. War wieder eine sehr schöne Rundumsicht und jawohl. Ich freue mich natürlich, wenn du immer kommst. Danke dafür. Danke dir. Liebe Zuschauer, ja, immer wieder ein Dauerbrenner-Thema, diese Entgiftung in unserem Körper und was wir nicht alles für Möglichkeiten haben. Umso schöner, dass wir auch nochmal die Zusammenhänge von den Metallen in Verbindung mit unseren Krankheiten gesehen haben heute und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.